Ja, ich habe es geschafft. Zurück in das Jahr 2010 bin ich jetzt schon mal gekommen halt. Zwar nicht in meiner Zukunft in 2013, aber 2010 ist ja schon mal interessant. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich wollte so irgendwie zu Weihnachten 2010 landen, aber ich bin im Januar 2010 gelandet. Da habe ich mir gedacht, okay, hier ist schon wieder anscheinend alles bunt und alles toll halt. Ich habe mir gedacht, halt, ich besuche mich mal selber und fände es bestimmt so ganz witzig, mich zu treffen, weil warum auch nicht halt. Und so habe ich geguckt und habe überlegt, wo bist du zu diesem Zeitpunkt halt? Und da war ich ja auf einer Veranstaltung von Fan gewesen. Damals gab es die ja noch. Also jetzt gibt es die ja eigentlich noch, aber in der Zukunft, wo ich herkomme, gibt es die ja nicht mehr. Also habe ich mir gedacht, ich spreche jetzt mal einfach hier mit dem Kollegen von mir und guck mal erstmal, ob der das glaubt halt. Und naja, ich sehe ihn da schon kommen. Hi, na, wie geht's dir? Super. Super, Ja, super, klar, super, das ist super. 2 Minuten Network-Quickie. Ich weiß, du kriegst ein bisschen Luft aus der Wäsche, aber 2 Minuten Network-Quickie? Was ist denn das? Ja, das ist was ich erfunden habe, ein Du, Quickie. Depp. Das heißt jetzt so, ob ich sonst nichts zu tun hätte? Nein. Junge, 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 Nein, Junge. du wirst bald auch viel Zeit haben. Ich kann dir jetzt noch nichts erzählen, sehen in deiner Kann dir mal Zukunft. einer wegnehmen Weil sonst hier? bin ich Ist vielleicht der hier, immer so also kann ich stressig, nichts zu der sagen. Typ? Aber wie geht's dir? Alles fit? Super geht's Ja, doch. Was willst super. du, Also Idiot? schön, dass du da warst. Halt. Ich kann dir nichts erzählen. Ich tut mir echt leid, ich will Nehmt jetzt, den aber ich will weg. meine eigene Nehmt Zukunft den weg. Das ist versauen. bestimmt so ein Vielleicht auch Spammer. verbessern, halt, aber ich kann jetzt die Zeitlinie nicht eingreifen, weil ich will irgendwann mal auch wieder zurückhalten. Und auf jeden Fall schön, dass Wovon du da redet warst der? und viel Spaß hier noch auf der Veranstaltung. Ich weiß, sie wird gut werden. Ja, Cheers. schön, dir auch. Depp. Jo, jetzt ist es cool. Jetzt bin ich noch ein bisschen hier im Januar 2010 unterwegs und habe gedacht, ich gehe mal rüber und guck mal bei Fan ins Lager rein. Weil erkennen hat mich ja keiner, habe ich getan. Ich habe dem Jungen auch hier sein Hemd abgenommen halt hier. Dann sehe ich jetzt so aus, als wäre ich der Willi von hier. Hey. Und guckt euch das mal im Hintergrund hier an. Ist das nicht der Wahnsinn? So lagern die hier die Ware, die haben ja zu viel, ist doch irre. Wir gehen mal rüber, gucken da ins andere Lager, wie es da aussieht halt. Ja. Also das ist jetzt hier die andere Halle. Also hier ist schon der Wahnsinn los halt. Die Leute laufen hier auch rum, also ist schon nett hier. Aber wie gesagt, bevor der andere Willi rüberkommt, verdrücke ich mich jetzt mal und wir gucken mal so, was wir noch hier alles sehen. Und ich muss jetzt erstmal wieder rüberhalten. Ich habe nämlich den Emmett Brown mitgenommen, den kleinen. Den muss ich auch irgendwie wieder zurückschicken, halt, beziehungsweise ich muss den jetzt erstmal suchen. Und ja, ich melde mich gleich wieder. Und ne, bis gleich. Ne? Hey. Jo, Mensch, in 2010, jetzt habe ich mich hier überall umgeguckt, halt, ich habe so viele Aufnahmen gemacht, halt, die werde ich euch noch zeigen. Aber das ist Teil eines Specials, weil die kann ich jetzt noch nicht senden, weil die würden die Zukunft verändern. Ihr versteht, die Zukunft. Meine Vergangenheit, eure Zukunft. Also egal wie. Aber da gibt es auf jeden Fall ein Special darüber, was ich hier jetzt alles noch gefilmt habe die letzten Tage. Das ist unglaublich. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich habe jetzt in einer Wahnsinnsmaschine einen neuen Fluxkompensator gefunden und ich hoffe, dass er mich jetzt weiter in die Zukunft bringt halt und wir schauen es mal. Ich werde den Sprung riskieren halt und gehe jetzt an die Maschine, nimm den mobilen Fluxkompensator. Ich habe Emmett Brown schon wieder zurückgeschickt in die Vergangenheit halt, da wo er hingehört halt. Und ich hoffe, dass der nächste Sprung der letzte sein wird und hoffentlich klappt es und wir sehen uns wieder. Ja, und sprecht mit 10 Leuten und ich hoffe, euch hat der Scheiß ein bisschen Spaß gemacht halt. Ja, okay, wir sehen uns vielleicht in der Zukunft. Augen zu und durch.